Meine Fresse. Das Schlimme ist, ich müsste eigentlich heute dringend ein paar Sachen arbeiten, über den Rasen mähen und so, aber ich habe gar keine Lust. Ich muss jetzt echt aushalten, hier den ganzen Tag rumhocker hier. So, Bruder. Da gehen wir nach Ungarn. So, da sind wir da. Ja, ich habe jetzt gerade die Tür aufgehebelt und es war eigentlich relativ leicht. Ich habe das sofort gesehen. Zum Glück bin ich nicht ganz so ganz gesetzestreu und habe eine Ahnung, wie man eine Tür ohne Schlüssel aufbringt. Und ich werde heute Abend auf jeden Fall hier auf der Veranda schlafen. Ich habe zwar jetzt mein Zelt mit, aber das kann mir gestohlen bleiben. Ich habe ein tolles Feldbett. Das kann ich mir auch im Sommer hier vorstellen, dass man hier immer auf der Veranda schläft. Das ist wirklich, bis auch meine Karre, die jetzt läuft, wegen der Klimaanlage und wegen Kühlschrank, weil ich habe keinen Strom gerade, hört man hier wirklich gar nichts. Außer die Vögel natürlich. Ja, da gibt es ja auch eine andere Gattung von Menschen, die machen sich tatsächlich Sorgen, das ist ja rührend immer. Zum Beispiel um den Status von dem Grundstück, weil ich das mal gesagt habe, ich weiß nicht, was es für einen Status hat, weiß ich bis jetzt eigentlich noch nicht. Ich weiß, dass dieses Gebäude, was hinter mir ist, also das Haus, ist als reines Wirtschaftsgebäude eingetragen. Also das war mal eine Scheune oder so ursprünglich. Und derjenige hat seinen Kommentar leider wieder gelöscht, was ja immer schade ist, weil es ja eventuell auch andere interessiert. Ich weiß gar nicht, was das immer für Leute sind. Das muss ich mal irgendwie leben, denke ich. Scheiße. Ja, das sieht gut aus. Ja, und wenn das nicht, wenn ich da jetzt, wenn das irgendwie schief geht hier, ich habe da jetzt inzwischen mit allem drum und dran, aua, mit allem drum und dran, habe jetzt 15.000 Euro ausgegeben. Ich meine, ich sag mal so, das ist im Prinzip, da habe ich in meinem Leben schon mehrere für Nutten ausgegeben und Alkohol. Und alles, was ich davon teilweise noch habe oder hatte, ist vielleicht ein Tripper oder sowas. Also von dem her gesehen mache ich mir da eigentlich keine Gedanken, weil das Land bleibt ja, das gehört ja mir. Also ich, wie gesagt, Wohnsitz würde ich hier nicht anmelden können, denke ich. Obwohl ich da auch schon bei YouTube was gesehen habe. Ah. Nachdem ich da reingeflogen, wo ich wieder hineinkomme. So eine verreckte, schwule Scheiße hier. Oh. Da könnt ihr mal austicken. Lauter Amateure. Und der nächste. Darf? Ja, ich breche ab. Schublade reingeflogen. Ja, da ist halt eine Schraube weniger da. Ich werde mir natürlich eh einen richtigen Grill machen. Aus Steine, irgendwann mal Maurer und mit Beton. Aber da jetzt hatte ich ein paar Tage hier keine Zeit, wo ich hier bin, über von Leichnam.
gerade aus dem Tesco rausgeflogen. Und zwar dürfen da nur von morgens 9 bis mittags 12 nur Leute über 65 einkaufen wegen Corona. Also überall tut man ein bisschen anders. Ja, da separiert man ein bisschen so die Risikogruppen. Ich wusste das zwar im Internet, aber ich habe das jetzt ganz vergessen gehabt. Das ist ja die beste Einkaufsstraße hier von Kesteli. Da sind teilweise Läden, Second-Hand-Shops oder so. Das würde man bei uns in so einer Lage nie finden. Manche Shops sind auch leer. Hat auch mein Anwalt hat hier das Büro an der Straße. Ja, das sieht man schon. Die meisten haben schon Jahre geschlossen. Also so gut läuft es hier nicht. Die Fassade von den Städten sieht zwar manchmal ganz gut aus, aber wenn man mal dahinter blickt, so in die Nebenstraßen, das sieht man halt immer noch. So, gehen wir mal ins Büro. Der Rechtsanwalt war leider nicht da, also ich finde es ein bisschen, also ich würde da nicht mehr hingehen, so meine persönliche Meinung, weil er hat nämlich 150 Euro von mir bekommen, den Stromvertrag umzuschreiben. Und jetzt stehe ich da wieder Drachenlord im Altschauerberg ohne Strom. Und ich habe nicht mal eine Kopie oder so bekommen und eine Kundennummer bei E.ON. Jetzt muss ich mich da erstmal durchfuchsen. Bin schon ein bisschen enttäuscht. Ja, dann machen wir mal tatsächlich zwei verschiedene Schlüssel. Ja, das ist die Baugenehmigung. Wie es aussieht, hat da schon alles seine Ordnung gehabt beim Bau. Also ich bin da wirklich überrascht, dass sie da eine Baugenehmigung für so eine Hütte bekommen haben. Also, nobel, nobel. So, jetzt machen wir mal eine kleine Rumtour, wie das auf Schwäbisch heißt. Ja, das war echt ein Klopfer mit meinem Rechtsanwalt mit dem Strom. Meine Fresse! Von wegen haben wir den Stromvertrag unten, meine der Wichser. Ah doch, ich habe sogar Strom. Entschuldigung, lieber Rechtsanwalt. Au! Oh. Ich habe Strom. Das ist ja cool. Mach ich weiter auf Drachenlord. Ja, das ist das Bad hier, also das zukünftige Bad. Das ist also mal eine Einbuchtung für das Klo. Ja, das ist das Putztürchen für die Kamine, die Putztür, du musst sie auswechseln, die sind in Ungarn nicht mehr zulässig. Ja. Kann ich sogar noch Möbel drin lassen. Also wo ich das letzte Mal hier war, stand ja eigentlich nichts mehr rum. Ja, das muss ich alles entsorgen. Ja, die Speisekammer
Oder warum weiß ich, was ich da reinmache. Ist ja richtig cool, dass ich jetzt Strom habe. Ja, das ist der Eingang hier. Ja, das sind immer die Dinger vom Kamin. Das ist ja halt so nagelt. Also ich habe mir Häuser anguckt, die waren wesentlich teurer. Die waren, also da war wirklich alles Schrott. Was auch toll ist, die Böden sind Fliesen. Und keine, was weiß ich, giftgrüne 70er Jahre Fliesen, sondern wirklich moderne Fliesen, wo ich auch drin lassen kann. Dann sind sie so die Wandfliesen, das weiß ich nicht, ob ich sie drin lasse. Aber das ist wirklich durchgehend, die Fliesen hier. Das sind zwei Steckdosen, wir sind alle noch überprüfen, ob die alle überhaupt funktionieren. Das sind, die Küche sind drei Steckdosen, hier sogar am Abstellkammer ist eine, also mit Lüge her eine. Also das, hier kann man zum Beispiel, also ich denke, aua, ah, oh, die Türen sind alle ein bisschen nieder, stelle ich gerade fest. Aua, hat das weh durch. Und hier mal sagen wir gleich, also wenn Sie gucken, ob ich, also das wollte ich wahrscheinlich ändern, weil die Rübe hau ich mir nicht jedes Mal ran hier. Ich gerade so den Garten, das ist mir gestern gar nicht so aufgefallen. Oder vorgestern, wo es erst mal hier war. Da lag wahrscheinlich im hohen Gras oder so. Da sind tatsächlich Wildschweinspuren entdeckt hier. Nacht schon irgendwas gehört, dass da irgendwas im Busch rumschleicht. Aber Grunzen oder so, das sind definitiv Wildschweine hier. Ja, die Graberei. Sieht auch die Spur, wo die reinkommen. Wahrscheinlich ein traditioneller Wildschweinpfad hier. Dann gehen sie hier hinter. Sollen wir die Spur nachgehen? Vielleicht finde ich ein paar. Dann gehen sie da hinten wieder hoch. Das ist die Grundstücksgrenze. Gerade da der Fleck da hinten in der Henne. Schon interessant, was hier so los ist nachts.
auf die 0,0 Promille Grenze in Ungarn. So, Strom ist ausgeschaltet. Dann schließen wir mal ab. Dann schauen wir mal, was von der Hütte noch übrig ist, wenn ich wieder komme. So, jetzt bin ich wieder daheim im Reich, oder jetzt geht's heim ins Reich. Und die Schluss mit lustig. Ja, jetzt haben wir es 15.44 Uhr. Ich bin morgen um 7.30 Uhr losgefahren. Ja, ein bisschen früher, glaube ich. Das heißt, 8,5 Stunden. Da habe ich eine halbe Stunde eine gute Pause gemacht und eine halbe Stunde habe ich durch Staus verloren und die übliche Verdächtige, die an ihrem Leber hängt. So, also reine Fahrzeit, so 7,5 Stunden, wenn es richtig läuft.